Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outriders. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir sind auf der Suche nach dem letzten Relief. Ich lasse die Schnellreise mal wieder Schnellreise sein und vertraue mal dem Navi. Mal schauen, ob wir es bereuen werden. Hier komme ich nicht lang. Kann ich hier drüber springen? Jawohl, das klappt. Oh, da hinten ist eine Kiste. Na gut, dass wir die noch entdeckt haben. Irgendwie in den letzten Folgen war nicht so viel mit Kisten. Keine Ahnung, ob ich zu blind durch die Gegend gelaufen bin. Oder ob es wirklich so wenig gab. Wir werden es wohl nie herausfinden. Naja, Suche im alten Dorf nach Gravuren. Das machen wir. Ich denke mal, es sollte die letzte sein. 3 Stück soll man ja immer suchen. Ich habe die Mission zwar schon mal gespielt, aber wie auch in schon so vielen Folgen erwähnt, ist es echt schwer, sich alles zu merken. Würde das gern abbauen. Danke. Es kam jetzt gerade beim Einloggen oder Einloggen oder beim Login eine Meldung. Ein kleines Dankeschön, so ein Community-Dankeschön. Hat wohl der beste Charakter, den man hat, was jetzt leider nicht der hier ist, ein legendäres Item bekommen, was man wohl noch nicht erhalten hat. Jetzt irgendwie gerade gar nicht damit gerechnet, dass hier auf einmal Gegner um die Ecke geschossen kommen. Weiß auch nicht warum. Finde ich auf jeden Fall ganz cool. Muss ich da mal schauen, was das für ein Item war. Und er verbrennt einfach schön weiter. Und die Ketten machen auch ihren Job. Na, einmal müssen wir noch drauf schießen. So. Aber definitiv eine ganz coole Sache. Und vor allem halt auch eine, die man noch nicht bekommen hat. Das finde ich sehr, sehr cool. Weil jeder, der schon im Endgame ist, kennt den Spaß. Irgendwie kriegt man gerade von den legendären Items immer nur denselben Scheiß. Ja, das ist immer ein bisschen ärgerlich. Und vor allem auch irgendwie gefühlt immer das, was man nicht braucht. Aber das kann natürlich auch bloß die Wahrnehmung sein. Ich finde es einfach Wahnsinn, wie schnell wir hier die Weltstufen aufgestiegen sind und wie wenig uns das aber auch ausmacht, ne? Wenn wir sind mittlerweile auf der 12 und ich spiele genauso weiter wie auf der 11 oder der 10. Wir rennen hier einfach ein bisschen rein und ballern rum. Und alle fallen sofort um. Also ich frage mich mittlerweile wirklich ein bisschen, ob der Publisher hier irgendwie nachgebessert hat. Gerade wenn man Solo spielt, dass das vielleicht alles ein bisschen vereinfacht wurde oder dass man mehr Schaden macht oder was auch immer. Oder ob wir mit dem Charakter wirklich einfach nur heftigst Damage machen. Weil so easy peasy, wie wir hier durchkommen, war das mit meinem Charakter davor auf jeden Fall nicht. Und das, obwohl der Technomant ja halt auch eigentlich mit einer der stärksten Klassen im Spiel ist. Müssen wir mal schauen. Wir laufen mal hier rüber. Kommen wir hier durch? Ah, wir kommen hier durch. Hier werden wir auch gleich besucht. Ist halt auch cool, ne? Sobald wir die anschießen, fangen die halt so an zu taumeln. Die meisten zumindest. Wir haben erstmal unsere Ruhe und die Ketten können den Rest erledigen. Und da haben wir es auch schon wieder geschafft. Das ist wirklich so. Es geht so locker flockig von der Hand hier durchzurennen. Das freut mich sehr. Wir müssen mal gucken, dass wir die Waffe und auch alles andere mal noch ein bisschen hochskillen. Leider fehlen uns ein ganz paar Splitter. Da haben wir nicht mehr so viele von. Aber das kriegen wir auch schon noch irgendwie hin. So, ach, wir müssen hier nochmal durch. Ich gucke nochmal ganz kurz, ob sich hier noch eine Kiste versteckt, aber so viele Versteckmöglichkeiten gab es ja eigentlich nicht. Können wir diese Treppe da vorne hoch? Da könnten wir nochmal schauen. Ach, na, wer sagt's denn? Und dann weiter durch das schöne Gefährt hier durch. Krabbeln wir drunter durch, machen wir es kaputt. Was passiert? Wir schieben es zur Seite. Das ist doch auch okay.
noch einen Schnellreisepunkt. Brauchen halt auch irgendwie gefühlt nie Munition, dadurch, dass wir größtenteils mit den Lavageschossen kämpfen. Ach nein. Hätte hier gar nicht lang gemusst, wir hätten hier durch... Ach, schade, Entschuldigung. Ich wollte eigentlich bloß gucken, ob hier irgendwo noch eine Kiste rumliegt. Ah, und jetzt haben wir hier gleich zwei Bosse. Ah ja, passiert, was soll's. Wir müssen den jetzt erstmal... Oha. Kann mich nicht hinter dem Wagen verstecken. Ah, natürlich. Geht doch alle weg. Das wär's ja, wenn wir jetzt sterben. Wir kriegen halt gerade echt heftigst Schaden. Ja, irgendwie, ich kann mich halt auch null davor verstecken, ne? Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Hier, zieh. Danke. Der andere Vernichter noch. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Wir haben hier nirgendwo Deckung. Das erschwert die Sache gerade ein bisschen. Ja, jetzt kommt der um die Ecke und vor allem, wir können nirgendwo hinrennen, ne? Weil hier hinter uns, dieser Wagen, der ist jetzt wieder vorne. Kommen wir nicht dran vorbei. Wir können eigentlich nur diesen machen. Und dann mal ganz schnell Stellungswechsel. So hat das nämlich gern der kleine Vernichter. Ah. Ach, scheiße. Jetzt kommen ja noch mehr von hinten. Nach dem Stellungswechsel war mehr von hinten los. Gibt bestimmt irgendein schönes Filmchen, was so heißt. Oh, Alter, denn seine Verbrennung ist halt aber auch heftigst, ne? So, haben wir es jetzt. Vielen Dank. Weil hätten wir das alles gar nicht machen müssen, aber naja, ist Erfahrung und ist Loot. Vielleicht war ja was Gutes dabei. Ich gehe jetzt nicht weiter hoch. Kein Bock, dass hier noch mehr von den Gegnern kommen. So, zum Betreten von Hüter von Enoch. So heißt die Quest, die wir hoffentlich gleich mal abgeschlossen haben. Boah, sieht schon ganz schön geil aus. Was ist das? Ist das eine Mauer oder eine Brücke? Irgendwie so wirklich keins von beiden. Einfach nur ein krasses Teil, ein krasser Teil von dem Gebäude. Keine Ahnung. Aber sieht auf jeden Fall sehr, sehr schick aus. So, wir sollen, glaube ich, da unten lang. Wäre doch gelacht, wenn ich gleich wieder ein paar Gegner um die Ecke geschossen kommen. Ich habe so eine Art alte Begräbnisstätte erreicht. Überhaupt nicht gruselig hier. Ja, da würde ich mir keine Sorgen machen. Es wird dich bestimmt kein außerirdischer Poltergeist anspringen und auffressen. Aha, darüber hatte ich noch gar nicht nachgedacht. Danke auch. Da wäre ich mir gar nicht mal so sicher. Bleib hier mal in Deckung ein bisschen. Hier einfach sehr, sehr viele Punkte auf der Karte sind. Wenn die alle auf einmal rauskommen aus ihren Hütten, war nämlich ein Problem. Shit, das habe ich ein bisschen verpasst gerade. Obwohl die sich alle nicht zeigen wollen. Jetzt. Im Moment, wo ich die Deckung verlasse. Ich glaube, die riechen das. Ach, come on. Mein Aim ist heute mal wieder sehr, sehr schlecht. Ah, das seid ihr ja schon gewohnt von mir. Ich glaube, ich umrenne die jetzt mal. Ah, Mann, mach doch. Ja, jetzt hat es noch funktioniert. Ist die Frage, ob das trotzdem als zweites Magazin jetzt gilt. Lass mal ausschießen. Eigentlich müssen wir jetzt noch eins haben. Ja, okay, passt. Ich hatte irgendwie das Gefühl in letzter Zeit, wenn der dann schon nachlädt und wir dann erst die Fähigkeit einsetzen, dass das dann irgendwie buggt, aber anscheinend ist dem doch nicht so. Und du? Hast ein bisschen Angst gekriegt? So, ich glaube, damit haben wir es geschafft. Guck nochmal schnell rum, wie immer. Ich glaube, hier gibt's nichts.
Sieht irgendwie nicht danach aus. Nö. Na gut, ab zum Relief. Ah ne, ist es noch gar nicht. Es geht erst noch ein Tor auf. Entschuldigung. Noch mehr Gegner. Ach man, jetzt habe ich mich gefreut, dass wir es geschafft haben. Auf jeden Fall eine Nebenmission, die doch echt lange dauert. Na, ich glaube, bei dem reicht es nicht ganz. Versuche jetzt halt immer so wenig wie möglich an den Lavageschossen zu verschwenden und wirklich die Ketten und die Verbrennung machen zu lassen. Das ist die Frage, treffen wir nur einen mit unserem Skill? Wahrscheinlich. Gucken. Naja, leider nur einen. Und wir machen mal wieder Nahkampf. Hatten wir auch lange nicht mehr. Oben sind noch welche. Na gut, da ist das erste Magazin halt gleich leer. Oder... Nee, jetzt haben wir's. Jawohl. Passt. Komm, verbrenn da hinten. Hat er doch nochmal auf mich geschossen, der Schweinepriester. Wo ist dein Kumpel? Ey. Aua. Jetzt kommen die raus. Einer ist immer noch da oben. Wir müssen einfach nichts weitermachen. Ich finde das so geil. Oh, den habe ich nicht gesehen. Es kommt ein Boss. Oh, kommt von dort. Okay, alles klar. Ich muss mich jetzt erstmal kurz orientieren, von wo der hier um die Ecke kommt. Machen erstmal die ganzen kleinen Typis weg. So. Und dann geht's mit normalen Geschossen noch drauf. Und da haben wir es doch schon geschafft. Müssen wir entlang? Wir müssen hier in der Mitte auf die Brücke, ne? Hier drüben ist eine Treppe. Ja, das sind ja auf jeden Fall keine Gebäude von uns. Oh, da war noch eine Kiste, sondern von dem Volk vorher. Also die haben auf jeden Fall auch krasse Gebäude gebaut. Weiß nicht, der Orgus, der hat zwar seine Anomaliekräfte, aber irgendwie, wenn man den sieht, denkt man, dass das eine nicht wirklich krass weit entwickelte Zivilisation war. Wenn man dann so eine Gebäude sieht, ist anscheinend doch ein bisschen was passiert. Naja. Eine seltene Maschinenpistole, die wir nicht brauchen, aber die uns irgendwann mal reich machen wird. Oder auch nicht. So, ich glaube, jetzt haben wir es endlich geschafft. Oh nein, noch ein Tor. Ah Gott. Leute. Bin mir nicht sicher, aber gefühlt ist das bisher die längste Nebenmission, die wir erledigt haben. Nicht, dass ich das jetzt schlimm finde, alles gut. Aber die zieht sich halt doch schon ein ganz schönes Stückchen. Ich habe irgendwie das Gefühl, die haben Schamanenkrieger. Ne, das sieht doch schon fast aus wie ein Geist, wie der hier runterkam. So viel zum Thema, uns wird hier kein Geist erledigen. Ich hoffe, der trifft uns nicht hier durch. Oh Gott. Alter Schwede. Habt ihr das gesehen? Gut, also davon sollten wir uns auf jeden Fall nicht treffen lassen. Geil, jetzt haben wir auch noch Weltstufe verloren. Alter Schwede, das war aber immer echt heftigst. Also ich würde sagen, wir sollten als allererstes mal ein bisschen auf den Schamankrieger gehen. Gott, wir machen dem fast gar keinen Schaden. Das kann ja witzig werden. Ich habe jetzt schon wieder übelst viel Schaden. Wie passiert denn das? Wer hat denn hier so eine heftigste Verbrennung am Start? Ach komm, geht doch weg. Wie weit denn noch? Ja, und ich darf hier nicht raus. Alter, nein, ich muss hier durch. Ich bin Arzt. Okay, also irgendwas ist gerade echt... Hä? Was war denn das? Oh Leute, ich will nicht so viel Weltstufe verlieren, obwohl wir jetzt, glaube ich, keine verloren haben.
Also wir probieren das jetzt noch einmal, ansonsten stellen wir das mal eine Stufe runter. Was ist denn hier los? Das ist ja jenseits von Gut und Böse, was hier gerade abgeht. Also ich würde sagen, wir müssen uns als allererstes mal um alle anderen Gegner kümmern. Dass wir den dann bloß noch als letzten übrig haben. Weil irgendeiner schießt hier eine Verbrennung rein, wie Sau. Hier, guck doch mal. Guck doch mal, was das abzieht. Ich kann nichts machen dagegen. Vor allem, wer denn? Mich hat doch gar niemand getroffen. Jetzt, oh Gott. Gott. Also wir überleben. Wahnsinn. Gut, also wir lassen das auf Weltstufe 12. Also das ist irgendwie meiner Meinung nach nicht so ganz ordentlich gebalanced, würde ich mal meinen. Ja, die ganze Zeit rennen wir hier easy peasy durch und dann kommt ein Gegner, über, bei dem wir keine 5 Sekunden überleben. Wir probieren es mal auf der 11 und ich denke, es wird immer noch heftigst schwer werden. Ich verstehe halt auch nicht, wo die Verbrennung herkommt. Wir werden ja nicht getroffen. Kettenblitz macht er. Nein, da kannst du nicht mal ausweichen. Der kommt ja durch Wände und alles durch. Und fickt halt direkt dein Leben. Oh Gott. Ja, das war ein bisschen riskant jetzt, aber ich dachte mir mal ein kleiner Stellungswechsel zwischendurch. Kann nicht verkehrt sein. So, jetzt kommt wieder Kettenblitz und ich kann nicht ausweichen. Es gibt keine Möglichkeit, da auszuweichen. So, entweder brauchen wir einen Skill, der unterbricht. Aber zumindest ist jetzt erstmal... Ach Gott. Diese heftigste Verbrennung nicht mehr da. Ach Gott. Shit, jetzt rennen wir wieder absolut in die Sackgasse. Das ist schlecht. Kann ich den einäschern? Ja, kann ich. Und rennen. Ja, das Problem... Nein! Das darf uns nicht erwischen. Das hat uns vor uns das Leben gekostet. Wir müssen eigentlich erst... Oh Gott, was ist denn... Ja, wie... Mann. Okay, krass. Wir müssen jetzt erstmal hier hinter. Wir müssen uns um die anderen kümmern, dass wir uns alleine gegen den Schaman stellen. Anders sehe ich gerade keine Lösung. Da kommt er... Ach, shit. Nein, hier geht's nicht weiter. Ich dachte, hier geht auch eine Treppe runter. Hat er uns wieder schön den Weg abgeschnitten. Na gut, der eine Gegner da unten kann mir eigentlich erstmal relativ egal sein. Und den Kettenblitz kann ich absolut nicht ausweichen. Gar keine Chance. Boah, und zieht euch mal rein, wie viel der aushält. Blitzschlag. Das ist jetzt die Scheiße wieder. Aber ich glaube, es wäre besser, wenn wir runterrennen. Ja, hier ist ein bisschen wenig Platz. Wäre es, glaube ich, lieber, wenn wir uns hier unten gegen den stellen. Ja, wir machen das so. So, Lavageschosse. Jetzt brauchten wir das. Ja, gegen den Blitzschlag kann ich... Ach nee, Blitzschlag war das. Nein, jetzt nicht sterben. Shit, ich dachte, der macht den Kettenblitz. Dachte mir, kann ich ja eh nicht ausweichen. Drauf geschissen. Das ist der Kettenblitz. Ja, gegen den kann ich einfach gar nichts machen. Jetzt kommt wieder das. Okay, also bis auf den Kettenblitz können wir eigentlich allen anderen Fähigkeiten von ihm ganz gut ausweichen. Wir müssen bloß ein bisschen gucken, dass wir da, dass wir das auch schaffen. Ja, jetzt kommt die Kacke wieder. Ich sag mal, der macht den nicht so oft. Dadurch haben wir immer wieder unseren Heilungsskill. Kommen eigentlich ganz gut damit klar. Gut. Aber auf der 12, ihr habt es ja gesehen, das war ja jenseits von Gut und Böse. Da kam halt auch immer die Verbrennung die ganze Zeit noch. Müssen wir hinnehmen. Draufschießen. Na, bitte nicht ganz so nah. 1,5 Meter Abstand. So, Überladung, das ist eigentlich easy. Man darf halt bloß nicht reinkommen. Ah, guck mal, wir können mit unserem Dings-Skill unterbrechen. Nein! Och, das gibt's doch nicht. Ach, shit, ey. Wir hatten ihn doch fast. Eigentlich lief's so gut. Warum? Durch den einen Scheiß-Blitz hier, den wir abgekriegt haben. Ach, Leute. Naja, wir müssen an der Stelle leider erstmal Schluss machen. Die Folge ist zu Ende. Wir machen der nächste Folge weiter. Ich bin mir auch sicher, dass wir es mit dem nächsten Versuch schaffen. War jetzt gerade echt ärgerlich, dass ich gestorben bin. Aber ihr seht's, der hat's ganz schön in sich.
Spiel hat sich gedacht, nö, so wie du die ganzen letzten Folgen hier über das Spiel quatscht, dass alles viel zu easy ist, zeigen wir es dir jetzt mal richtig, so kommt es mir zumindest vor. Bis morgen, vielen Dank fürs Zuschauen, macht's gut.